die Verwendung des Begriffs Piratenfraktion. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich mir das hier so angucke, verliere ich fast langsam die Lust, mich in diesem Abgeordnetenhaus über Mietenpolitik zu unterhalten und das jedes Mal entweder irgendwann spät abends oder vor leeren Rängen oder beides. Wenn man sich noch die bisherige Erfolgsbilanz des Senats unter dem euphemistischen Titel Wohnqualität und Mieterschutz, erfolgreiche Weichenstellung im Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten hier gerne feiern möchte. Bitteschön, die Piraten werden sich bezahlbaren Mieten und Mieterschutz und Wohnqualität sicherlich nicht in den Weg stellen. Zur Feierstunde mit Sekt und Schnittchen ist es aber noch ein bisschen früh. Wenn man mal genauer in die hier vorgelegten Ziele und Vereinbarungen schaut, bleiben allerdings Zweifel, ob die beschriebenen Maßnahmen zielführend, ausreichend und wirklich hilfreich sind, abgesehen jetzt für die 15% der Mieter, die es tatsächlich betrifft, wie Frau Lomscher gerade schon schön erklärt hat. Nach den salbungsvollen Lobpreisungen der Koalition, die eher an ein Verkaufsgespräch im Gebrauchtwagenhandel erinnern, sollte unser Blick zunächst noch mal kurz der Vergangenheit sich da in die Richtung richten. Die Mietsteigerungen der vergangenen 4 Jahre weisen eine erhöhte Dynamik nach oben auf. Und das bei einem sich zunehmend verknappenden Angebot. Ein Automatismus, den jeder kennt, der mal einen Blick in die kleine Wirtschaftsfibel geworfen hat. Herr Nussbaum könnte das sicherlich auch unterstützen, wenn er denn da wäre. Die Politik der Mieterpartei SPD hat auch wenig dazu beigetragen, diese Entwicklung zu dämpfen. Im Gegenteil, Frau Junge-Reyer hat den Trend ja jahrelang forciert und gleichzeitig geleugnet, was auch schon mal ein Kunststück ist. Schon 2005 begann dann dieser Raus-aus-der-Stadt-Trend, sich umzukehren. Und seither sank einfach erstmal nur der Leerstand, bis dann 2008 die Reserven an preiswerten Wohnraum knapp wurden. Und seit 2010 dynamisiert und verschärft sich dieser Prozess deutlich. Wir reden also von einer Entwicklung, die seit 7 Jahren da ist und deren Ursache nicht nur am wovereitschen Arm, aber sexy liegt, sondern auch in politischen Fehlentscheidungen, die diesen Trend möglich gemacht haben. Und für diese Fehlentscheidung, auch da bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, ist massiv die SPD und auch noch die Linkspartei verantwortlich zu machen, die wir da an der Stelle nicht vergessen dürfen. Diese Fehlentscheidungen sind vielfältig und liegen zum Teil weit in der Vergangenheit. Ich möchte jetzt mal mehrere Punkte aufzählen. Da haben wir die Privatisierung der GSW, den Missbrauch von Wohnungsbaugesellschaften als finanzielle Verschiebebahnhöfe, eine Liegenschaftspolitik, die das Höchstbieterverfahren als Regelfall gewählt hat und das System des sozialen Wohnungsbaus und das Reißen der Notleine durch die sozialpolitisch fatale Kappung der Anschlussförderung. Und nicht zuletzt dem Verklappen von problematischen Beständen kommunaler Wohnungsbaugesellschaften in die diversen Garantieimmobilienfonds der Bankgesellschaft oder als letztes den Verkauf der AWO-Bau. Die Liste könnte ich tatsächlich noch eine Weile fortführen, aber ich habe nur 10 Minuten insgesamt. Leider ist so etwas wie Erkennen oder gar ein Lernprozess beim Senat und dem Regierenden weiterhin nicht zu erkennen. Es wird weiterhin verklappt, verscheuert, vertuscht, verschleiert, eben SPD-Politik, wie wir sie kennen und schätzen. Ich würde gerne vom Senat erfahren, was... Ja, ich weiß, das tut weh, aber ihr habt's verbockt. Ich würde gern vom Senat erfahren, wieso man nicht zum Beispiel für Senator Müllers sogenanntes Bündnis für soziale Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten auch die großen privaten bzw. privatisierten Wohnungsbaugesellschaften wie eben genannten AWO-Bau oder GSW an den Tisch geholt hat. Zumal zumindest bei der AWO-Bau das Land ja unter dem Strich ohnehin wirtschaftlicher Eigentümer der Bestände über die BIH ist, die neuerdings übrigens die Berlinovo ist. BI-Berlinovo, neuer Name drauf, dieselben überschuldeten Schrottimmobilien drin. Zur GSW, deren Mieterinnen sitzen seit Monaten am Kotti in ihrem Protestcamp, weil die Mieten dort für viele der Bewohnerinnen deutlich zu hoch sind. Hier muss da endlich die Doppelspitze Müller-Wovereit aufwachen und nach einer Lösung für den kompletten Wohnungsmarkt suchen. Die Menschen können nicht länger warten und ihr mietenpolitisches Klein-Klein, Herr Müller-Wovereit, ist alles andere als der Situation angemessen. Wir nähern uns in Teilen des Stadtgebiets Verhältnissen, die wir bisher nur aus München oder Frankfurt am Main kannten. Normalverdienerinnen können sich einen Zuzug nicht mehr leisten oder finden einfach gar keine Wohnung mehr. Bestandsmieterinnen werden verdrängt und die Lösung kann nicht die sein, dass Zuzug sich auf die Großsiedlungen in den Bezirken Spandau, Marzahn-Hellersdorf oder Reinickendorf beschränkt, die nicht so zahlungskräftigen Mieterinnen in den Innenbezirken wahlweise nach draußen verdrängt werden oder schlicht verarmen, da ein immer größerer Teil ihres Haushaltseinkommens von Miet- und Mietnebenkosten aufgefressen wird.
Die Mietpolitik der SPD in den letzten Jahren hat Armut forciert, so klar muss man das hier sagen. Man fragt sich, warum aus Senatsreihen was fabuliert wird von wegen städtische Wohnungsbauunternehmen tätigen konzeptgeleiteten Wohnungszukauf zur Bestandserweiterung. Das steht da tatsächlich so, ohne konkreter zu werden, was man überhaupt plant. Kann es sein, dass sich dahinter der Plan verbirgt, von der einen landeseigenen Gesellschaft, nämlich der Berlinovo, auf eine andere, sagen wir beispielsweise die DGWO, Objekte im Wohnungs- oder Apartmentbereich quasi umzuhängen, um die dann vielleicht auf die Zielzahl von 30.000 Wohnungen anzurechnen? Es kann natürlich auch sein, dass der Senat den Schrott der Berlinovo bei den Wohnungsbaugesellschaften nicht unterkriegt, weil jeder halbwegs kompetente Geschäftsführer weiß, dass man mit diesen restlos überschuldeten Beständen keinen Blumentopf gewinnen kann. Man hört ja aus der Koalition, dass da die Idee im Raum schwebt, die Berlinovo einfach zu einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft umzuetikettieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren Senatorinnen und Staatssekretärinnen, Sie können zwanglos davon ausgehen, dass solche Taschenspielertricks relativ schnell durchschaut würden, vor allem wenn Sie mit der Schaffung einer neuen Wohnungsbaugesellschaft wieder einen Schattenhaushalt anrichten, der dann zu den Problemen führt, die wir von der GSW und der WBM schon kennen. Fugmann-Lesing lässt grüßen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Albers von der Linkspartei? Gerne. Bitte. Teilen Sie mit mir die Ansicht, dass es eine Missachtung des Parlaments ist, eine Aktuelle Stunde zu beantragen als Regierungskoalition und dann mit 26 Leuten im Saal zu sein? Ja. Ich danke Ihnen für die Frage, Herr Kollege. Das war eine sehr gute Frage, eine schöne Frage, auf die ich allerdings auch keine Antwort habe, abgesehen davon, dass ich es, entschuldigen Sie, das unparlamentarische Wort zum Kotzen finde. Ja, das rüge ich auch gleich. Dankeschön, war mir klar. Herr Kollege Delius, Sie wollten noch eine Zwischenfrage stellen, wenn der Herr Kollege es gestattet. Ich gestatte. Herr Kollege Hövinghoff, würden Sie nicht sogar noch einen Schritt weitergehen, es als eine Frechheit der SPD bezeichnen, bei einem aktuellen Stundenthema, das Sie selbst mit beantragt haben, hier nicht anwesend zu sein? Ja, ein kleiner Stückzahl. Ja, ich finde es großartig, dass der regierende Bürgermeister beim Thema BER so vorne dabei ist. Das Thema ist offen, ist wirklich zur Chefsache erklärt worden. Das hat er ja auch mehrfach betont. Bei der Mietenpolitik scheint da offensichtlich mal wieder die Kollegen Fachpolitiker, namentlich den Herrn Müller und die beiden Staatssekretäre, die auch noch anwesend sind, ja, kläglich im Stich zu lassen. Ich finde es schön, dass Sie noch da sind. Allerdings hätten wir die Debatte schon abgebrochen, wenn auch Sie gegangen wären. ja, wo war ich denn? Ich mache das jetzt noch zu Ende, oder? Eigentlich ist es auch... Ich hatte noch ein ganz schönes Schlusswort. Meine Damen und Herren von der Koalition und auch aus dem Senat, ziehen Sie endlich Ihren Kopf aus dem Sand und sorgen Sie dafür, dass die Sozialdemokratische Partei Berlins diesen Namen verdient. Die Berlinerinnen und Berliner brauchen bezahlbaren Wohnraum. Klar, irgendjemand kann sicher auch Quadratmeterpreise von über 10 Euro zahlen, aber die wissen so gut wie ich, dass das nicht mit bezahlbar gemeint ist. Vielen Dank. Danke, Kollege Hövinghoff.